Eis, Leute. Wir gehen schwimmen. Das ist ja total gefährlich, weil es total glitschig ist. Und rein. Und rein. Jo. Endlich Schnee. Ihr habt ja schon gesehen, das eine Video mit, dass ich gejoggt bin. Aber heute ist das Wasser ein bisschen frisch. Ja, ich spüre das. Nicht so wie sonst. Ja. Aber die ersten 30 Sekunden sind halt immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, dann geht's, dann ist viel, viel leichter. Ja. Leider keine Zuschauer. Ich verstehe es auch nicht, wieso, ne? Eigentlich super Wetter. Naja. Übrigens, die Kälte hilft beim Abnehmen. Verbrennt man Kalorien. Ja, und ansonsten ein ganz toller Tipp von mir. Wer abnehmen will, soll sich einen Tag planen, stündlich, damit man was zu tun hat. Hilft wirklich. Dann hat man keine Langeweile. Ja. Ich habe sowieso keine Langeweile. Herrlich. Herrlich. Oh, ein Foto hat ein Mann von mir gemacht. Du-du-du-du-du. So, was sagen meine Füße? Ja, denen geht's gut. Denen geht's gut. So, wenn ihr aus dem Wasser rausgeht, ne, dann würde ich euch empfehlen, sich schnell anziehen. Warm anziehen und dann auch mit einem schnellen Tempo nach Hause, weil dann kühlt der Körper tatsächlich ab. Und noch ein kleiner Tipp, einfach tief atmen beim Gehen so. Das hilft mir persönlich. Ja. So. Ich glaube, ich gehe raus, nicht weil es mir kalt ist, sondern weil meine Füße waren so schon taub, wo ich hierher gekommen bin. Ich habe dummerweise Stiefel angezogen, einen Hammer mitgenommen. Ich dachte, ich muss hier noch irgendwie Weg frei schaufeln, weil es alles eingefroren ist, aber das ist nicht der Fall gewesen. Dann weiß ich in der Zukunft, dass es tatsächlich blöd ist, mit den Stiefeln rumzulaufen. So, Johannes, kannst du mal bitte halten, so halten? Dankeschön, einfach so halten. Super, dann würde ich mal kurz so nicht schuckeln. Dankeschön. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wie Feuer. Total. Es ist richtig heiß irgendwie. Komisch. Okay, ihr Lieben. Dann einen tollen Tag. Und auf Norwegisch. Tschüss. Hadebra, hadebra. Ich lerne gerade Norwegisch deshalb. Und hadefin. Bleibt gesund.